Wissenschaft trifft Musik, Partizipation und Jazz. Das Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung, IDPF, an der Bergischen Universität Wuppertal ist mit einer öffentlichen Tagung am 17. Oktober 2018 neue Wege gegangen. Akademische Inhalte wurden mit avantgardistischen Musiken umrahmt. Den Eröffnungsvortrag hielt der Leiter des IDPFs, Herr Professor Dr. Lietzmann, mit dem Titel »Politische Muse und musische Politik«. In seinem Vortrag zeigte er die Wahlverwandtschaft von Musik und Politik von der Antike bis heute auf. Herr Dr. Baron von der RWTH Aachen sprach über die demokratiestärkenden Potenziale von Stichprobenziehungen. Begleitet wurden die Vorträge und Debatten von musikalischen Einlagen von Maria Basel und Mike Olhoff. Der Musikprofessor Dr. Schatt von der Folkwang-Universität Essen referierte unter anderem über Nationalhymnen und Arnold Schönbergs Zwölftonmusik. Den Abschluss der Vortragsreihe bildete Professor Dr. Bergen von der Universität Siegen. Er zeichnete ein neues Bild des Menschen, jenseits des ökonomischen Mainstreams in der Politikwissenschaft. Takt, Tonalität und Eigensinn. Beides trifft auf Politik und Musik gleichermaßen zu. Sie finden auf Bühnen statt, sind in Bewegung. Ihre Wahrnehmung und Ästhetik bestimmen die Resonanzen, die sie erzeugen. Das Publikum entscheidet über ihren Erfolg oder Misserfolg.